Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Wochen, da wir als Kirche richtig an der Wand stehen, in der Öffentlichkeit, in diesen Wochen, da es nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist, katholisch zu sein, in diesen Wochen kann man eine interessante Beobachtung machen. Sie ist interessant, aber zugleich alarmierend. In all den Diskussionen, seien es die bischöflichen, oder die altbischöflichen, oder seien es etwa die Diskussionen, die wir hier relativ hautnah erleben, was die KAG betrifft, die Sparpläne des Bistums. In all diesen Diskussionen mag man vermissen ein Wort der Heiligen Schrift, eine Gestalt der Heiligen Schrift. Ich lasse mich gerne korrigieren, wenn es Ihnen irgendwo untergekommen ist und ich es übersehen haben sollte. Wenn die alten Wüstenväter sagten, für alles, was du tust, suche ein Wort der Heiligen Schrift, dann war das eine Lebenshaltung. Nicht nur enzyklopädisches Wissen, das man entsprechend nachschlagen kann, wo was steht, für das, was man tun will, sondern der tiefe Blick in die Heilige Schrift als eine Lebenshaltung. Wir können nicht richtig leben, wenn wir nicht Maß nehmen an der Heiligen Schrift. Am Montag bei dem Gespräch in Trier wurde uns erklärt, dass es zwei große Bereiche gibt. Die normale Pastoral und der zweite Bereich, also er bleibt ja relativ unangetastet, der zweite Bereich heißt Schnittstellen. Schnittstellen sind alle Bereiche, die nach außen hin wirken. Und da wird am meisten geschnitten. Deshalb heißen die zwar nicht Schnittstellen, sondern das ist die Schnittstelle zwischen Kirche und Welt. Das kam mir heute noch einmal neu in den Sinn bei der Vorbereitung auf diesen Tag, auf die Worte der Heiligen Schrift, im Blick auf die Gestalt des Täufers. Johannes der Täufer ist ganz und gar Schnittstelle. Und da könnte man einiges ablesen für das Handeln der Kirche. Wenn wir sagen, er ist der große Vorläufer, er ist sozusagen als Person der Finger, der auf Christus hinweist, dann hat uns diese Gestalt auch etwas zu sagen. Auch heute, damals wie heute. Wer ist Johannes der Täufer? Frühe Überlieferungen sprechen davon, dass er seine hochbetagten Eltern bald verliert. Und dass Johannes der Täufer adoptiert wird, quasi adoptiert wird. Dass er Unterschlupf findet bei einer quasi familiären Vereinigung, bei der Vereinigung von Qumran, bei den Essenern, die ihn aufnehmen. Wir haben das eben im Evangelium gehört. Und Johannes lebte in der Wüste. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Überlieferung recht hat. Er lebt bei den Essenern, bei den Asketen der Wüste. Diese Menschen haben keine Schnittstelle zur Welt. Sie haben sich von Jerusalem abgesondert und in den Schriften, die wir inzwischen kennen, seit einem halben Jahrhundert kann man nachlesen, dass sie sich als Söhne des Lichtes und Söhne der Gerechtigkeit verstehen. Die ganze Welt, angefangen vom Tempel in Jerusalem, der ganze Rest der Welt ist böse und dem Untergang geweiht. Nur diese kleine Gemeinschaft, die ganz streng nach der Tora lebt, die sie ganz wörtlich nimmt, nur sie wird gerettet. Es sind lediglich ganz vereinzelte Stimmen, die sagen, na und was ist mit dem Rest, müssen wir uns doch auch irgendwie Sorgen machen. Das ist zunächst das Umfeld, in dem Johannes groß wird. Aber Johannes bleibt nicht in diesem geistlichen Ghetto von Qumran. Johannes geht weg. Johannes, so sagen uns die Worte der Schrift, liest sie, versteht sie und erfährt in ihnen einen Ruf, den Gott selber für ihn ausspricht. Johannes zieht an den Jordan, an eine Grenze, an eine Schnittstelle. Genau an jene Stelle, wo das Volk Israel unter Josua
nach 40 Jahren Wüstenwanderung in das gelobte Land hineingezogen ist. Und hier tut Johannes etwas ganz Bemerkenswertes. Sie werden sagen, naja, das ist jetzt keine Überraschung, wenn er jetzt sagt, er tauft. Stimmt, ist keine Überraschung und doch ein Skandal. Es ist eine Provokation, die wir uns oft gar nicht ins Bewusstsein rufen. Was heißt nämlich zu taufen im Judentum damals? Es heißt, an solchen, die zum auserwählten Volk Gottes gehören, die Tevilah, das Reinigungsbad zu vollziehen, das man nur für Heiden vorgesehen hat, wenn sie zum Judentum übertreten. Genau dies macht Johannes mit auserwählten Menschen des Volkes Israel. Und genau darin liegt der Skandal. Wir verstehen die Stellen besser, warum Tempelleute kommen, ihn zu beobachten, ihn zu befragen, was tust du denn da eigentlich? Und wir hören es im Evangelium, wenn Juden ihm entgegenrufen, wir sind doch Kinder Abrahams, was willst du denn? Kennen wir diese Diskussion nicht? Auch in dem großen, erweiterten Volk Gottes, der Kirche, das durch die Taufe geworden ist? Ist nicht das auch heute Aufgabe der Kirche, dass wir diese Schnittstelle suchen, dass wir uns nicht in Selbstgewissheit sozusagen wiegen und darin verkommen, sondern immer wieder an die Grenze gehen müssen? Und was bedeutet es, wenn die Kirche heute sagt, auch wenn es nur ein Bistum ist, wir ziehen uns von den Schnittstellen, von den Grenzen zurück nach innen? Ist denn innen, liebe Schwestern und Brüder, alles gut? Vielleicht sind Ihre Erfahrungen andere als meine. Wir brauchen diese Grenzerfahrung und diesen Patron der Schnittstelle und Grenze, Johannes den Täufer. Was tun wir denn in jeder Fastenzeit? Was tun wir in jedem Advent, als genau bewusst, sehr bewusst, die Schnittstelle und Grenze wieder aufzusuchen und sozusagen ungetauft zu stellen, um noch einmal einen neuen Blick auf das zu bekommen, was denn da in der Taufe geschehen ist, wer wir denn wirklich sind und sein sollen. Johannes der Täufer wirbt nach außen. Lukas erzählt, dass römische Soldaten kommen und ihn fragen, das sind wahrhaftig keine Juden, und ihn fragen, was sollen wir denn tun? Und Johannes sagt ihnen nicht, quittiert euren Wehrdienst, verlasst diese gottlose Armee, macht was Vernünftiges. Nein, er sagt, versucht an der Stelle, wo ihr seid, da wo ihr lebt, das Wort Gottes zu hören. Versucht euch der Gewalt zu widersetzen. Versucht, Gerechtigkeit zu leben. Und nach innen, den Selbstgewissen, die packt er hart an. Da fallen dann Worte wie Natternbrut, Schlangengezücht, dass die Axt schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist. Legen wir diese Worte alle ad acta? Nach innen scharf, nach außen werbend. Das ist der Patron der Schnittstelle, Johannes der Täufer. Er steht auf der Grenze. Und mit ihm, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir an den Schnittstellen dieses Lebens stehen. Ob es die Universität ist oder die Kasse beim Aldi, ganz egal. Als Christen sind wir auf diese Schnittstellen verwiesen. Nach innen, ganz streng mit uns und mit unserer Kirche zu sein, damit wir das Wort des Evangeliums wirklich leben und nach außen hin werbend. Im Moment geschieht das andere. Nach außen hin die Abgrenzung. Und nach innen tolerant bis zur Unkenntlichkeit. Das ist nicht der Weg Johannes des Täufers. Das kann nicht der Weg des Evangeliums sein. Diese Gestalt in den Blick zu nehmen, sein Beispiel an uns heranzulassen, um darin zu finden, wer wir sind und welchen Auftrag wir, wie Johannes damals, er seinen fand, wir unseren finden. Das gewinnt man, solche Perspektiven, wenn man die Devise der Wüstenväter beachtet. Auch heute, auch bei Sparplänen, bei anderen Überlegungen, für alles, was du tust, suche ein Wort der Heiligen Schrift.